Okay, da muss ich wahrscheinlich, Und willkommen hier zurück bei Twilight, Zwielicht. Ja, wir sind das letzte Mal auf jeden Fall hier stehen geblieben mit Valadil. Ja, wir spielen jetzt nicht mehr die dunkle Elfen Arianit, sondern die Elfe Valadil. Und ja, was ist das nächste Mal passiert? Kurz zusammengefasst, da so, ich sag mal so, drei Maschinen waren das, glaube ich, sogenannte Maschinen, haben da sozusagen diese ganze Armee dezimiert. Und ja, hier, und ich und meine Truppe, wir sind dann quasi gefangen genommen worden, beziehungsweise ich glaube, es war ja nur noch einer da, der Bär und die andere Dunkelelfe sind ja gegangen. Genau, das ist der Stand der Dinge und ja, jetzt geht's halt hier mit Valadil weiter. Bitte verzeiht mir, dass ich so schändlich versagt habe. Du hast nicht versagt, es war meine Entschuldigung, der Dunkelelfe alleine zu folgen. Entscheidung. Ich hätte euch trotzdem nicht alleine gehen lassen dürfen. Es war richtig, dass ihr die Kapua beschützt habt. Bitte macht ihr keine Vorwürfe. Das ist ein Befehl. Wir wünschen eure Hoheit. Und danke. Du willst unverzüglich aufbrechen. Will ich das wirklich? Okay, anscheinend tatsächlich. Ja, das ist natürlich, ich finde es interessant, dass man halt genauso viel Gold hat wie Arianit. So. Lähmung, Zauberband, Gift. Hätte wieder eigentlich auch gar nicht mal so verkehrt, oder? Ginsal, Kraut kann man eigentlich immer gebrauchen. Vor allem jetzt, wo wir nichts mehr haben. Ja, eine Knolle, warum nicht, warum nicht? Oh. Na, Heiltrank. 2, Seelenwasser. Hebt Kampfunfähigkeit auf, ja. Ja. So ist natürlich auch wichtig und das war's dann auch erstmal, würde ich sagen. Ich suche einen Schmied, der Waffen und Rüstungen mit Schwarzerz veredeln kann. Sucht nicht weiter. Ich mache euch eure Waffen so scharf, dass sie ein paar Haar spalten können und eure Rüstung so hart, dass selbst ein Drache sie nicht zu durchdringen vermag. Bereitet ihr euch auf das nächste Turnier für eure Hoheit? Nein, diesmal nicht. Ich bereite mich auf den nördlichen Immergrünwald vor. Ihr beliebt zu scherzen. Im nördlichen Wald wimmelt es doch nur so von Monstern. Deswegen bereite ich mich ja auch vor. Aber warum wollt ihr ausgerechnet während der Monsterschwimme in den Wald? Ich muss so schnell wie möglich nach Minrod. Jetzt mache ich mir noch mehr Sorgen. Ihr habt doch bestimmt vom Krieg gehört. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich kann auf mich aufpassen. Ich weiß, dass ihr Meister auch mit den Degen kämpfen könnt, aber ihr seid gerade erst... Verzeiht mir. Es steht mir nicht zu, an euch zu zweifeln. Ich verstehe dich, aber es geht nicht anders. Ich muss nach Minrod und zwar sofort. Apropos Ausrüstung. Genau, wir brauchen noch ganz dringend Runen. Genau, was kann sie eigentlich? Element keines, Feuer, okay, wie das aussieht, erstmal nichts, so wirklich. Ja gut, keine Ahnung, dann nehmen wir erstmal Feuer. Schutz, ja. Ja doch, komm. Ja. Das und das war's erstmal, alles klar. Elfendegen. 75 Karten, ja. Ah, gerade noch so gereicht das Geld, Gott sei Dank. ja, okay, dann ist das schon direkt ausgerüstet. Wunderbar. Oh Mann, was ist das denn für eine Riesenfee?
Ach so, okay, die Königin. Sei gewarnt, junge Prinzessin. Der Wald wird von einem Monsterschwimmer heimgesucht. Ich weiß, aber ich musste schnell wirklich nach Minort. Wisst ihr, was die Monsterschwimmer ausgelöst hat, Eure Majestät? Eigentlich sollten die Schutzhohlen die Monster doch vertreiben. Das sollten sie, aber ein Menschenkind hat sie gestohlen. Diese unvernünftigen Menschen. Ist der Mensch noch im Wald? Ja, der Wald lässt das Menschenkind nicht gehen, solange es die Runen hat. Zwei hat das abgelegt, eine trägt es noch bei sich. Ich werde die Runen suchen und dorthin zurückbringen, wo sie hingehören. Du würdest dich in große Gefahr begeben. Ja, aber als Erbe des Throns ist es meine Pflicht, für den Wald zu sorgen. Mit den Monstern und den Menschen werde ich schon fertig. So sei es dann. Spontane Dematerialisierung, okay. Ja, wo gehen wir denn jetzt lang? Na gut, erstmal sprechen wir nochmal hier. Elixier der Gesundheit. Oh, aber ich sehe gerade, der Wald, der hat ja so einige Wege hier. Dann gehe ich doch erstmal. Ah ja, okay. So, was war da? Schwarzes Brocken, wunderbar. Schutzrune. Das hört sich doch immer ganz gut an. Starkrune der Luft. Na gut, ich lasse das erstmal alles so, wie es ist. Aber es ist ja schon gut, dass ich den Weg gegangen bin. Dann können wir den schon mal abhaken. So, jetzt natürlich nur die Frage, wo gehen wir jetzt weiter? Komm, gehen wir erstmal nach rechts. Ah. Mancher Pfad ist vor dem Auge verborgen. Schreitet mutig voran und der Schleier wird sich lüften. Was haben wir denn hier? Die Schutzrune ist wieder auf ihrem rechten Platz. Ah, okay. Dann haben wir den Weg auch schon abgehakt. Wunderbar. Nee, danke. Spinnen können wir geschult bleiben. Starkrune des Rüstungsbogen erhalten. Einiges. Schwarzerzbrocken. Ein Heiltrank, sehr gut. Okay, die sagen nichts, die Fili schweben einfach nur rum. Nackt. Okay. Muss das sein? Muss das da wirklich sein mit der Spinne? Kämpfen aus dem Weg zu gehen, ist leichter gesagt als getan. Tja. Was haben wir denn da? Eine Baumspinne. Ich vermute jetzt mal stark, da es sich hierbei um eine Waldspinne handelt, kann ich mir durchaus vorstellen, also eine Baumspinne, dass die anfällig für Feuer ist. Wir haben kein Feuer. Hehe. Das natürlich irgendwie nicht so dolle. Dann aus diesem Grunde würde ich tatsächlich sagen, dass er die Windklinge benutzt, weil, ne? Ich glaube, bei Pokémon war das ja so, dass Pflanzen auch Schwäche gegen Wind bzw. Luft hatten. Ja, macht schon einiges. Ah ja, der normale Angriff ist auch nicht gut, ne? Ja, jetzt sollte ich mich dringend heilen mit Eselkraut. Scheiße. Die Heilung auch nicht ganz so weit, wie ich erwartet habe. Dann nochmal die Windklinge. Eieiei. Ja, kommt denn der Heiltrank? Die macht da, glaube ich, schon mehr. Jetzt mal die Windklinge. Oh Mann, noch ein Heiltrank. Nochmal die Windklinge. Also, geht doch. TP plus 10, wunderbar. Tja, und jetzt stehen uns natürlich wieder mehrere Wege offen. Ich sehe aber gerade,
Das sieht für mich tatsächlich so aus, als ob wir quasi so mitten in der Luft sind irgendwie. Und da unten sind die ganzen Bäume und wir wandern hier quasi auf so ganz dünnen Ästen. Zweimal reines Schwarzerz. Seelenelixier, das hört sich doch sehr gut an. Ein Schwarzerz. Auf diesem Ast sollte eigentlich eine Schutzrune stehen, aber wir haben wohl noch keine. Aha. Schutzrune erhalten, starke Rune Zauberkraft erhalten und 200 Dukaten. Wunderbar. So, da wir jetzt eine Rune haben, können wir die auch direkt wieder einsetzen. Wunderbar. So, dann geht's hier weiter. Aha, aha, aha. Schakon des Zauberschutzes, Schakon des Eises und Elixier der Heilung. So, jetzt weiß ich gar nicht. Da waren wir natürlich auch noch nicht. Da glitzert auch wieder was. Schakone des Zauberboss. Zweimal reines Schwarzerz. Die rechte Melodie erfreut das Herz der Feen. Keine Ahnung, was es jetzt damit auf sich hat, aber anscheinend passiert da nicht wirklich was. Keine Ahnung, ob man da irgendwann noch was machen kann später. Oh, ich verstehe. Okay, okay, gleich, gleich, alles ist in der Zeit. Ich gucke erstmal, ob wir noch woanders was haben. Ah, da ist keine Rune. Ah ja, okay, dann müssen wir so oder so da lang, alles klar. Okay, da muss ich wahrscheinlich, okay, das ist cool. Ja, okay, das ist ein cooles, Minigame, sozusagen. Achso, die Automatik ist da drauf gesprungen, ich habe mich schon erschrocken. Okay, das war echt cool. So. Ah! Naja, kann jetzt zum Glück nichts passieren. Ich lande immer wieder im Wasser. Aber coole Sache irgendwie. Schön. Das war cool. Irgendwo muss es doch rausgehen. Musst du mich so erschrecken? Hast du etwa ein schlechtes Gewissen? Nein, warum sollte ich? Mir ist so gekommen, dass ein Dieb die Schutzruhen gestohlen hat. Ich war das nicht. Ja, das ist immer clever, sowas zu sagen. Dann kannst du mir ja getrost zeigen, was in deiner Tasche, was in deiner Tasche ist. Nein, auf keinen Fall. Die Tasche ist verflucht. Gib mir bitte die Rune zurück. Na gut. Oh Mann. Was für ein Witz. Kann ich jetzt endlich gehen? Ja, und lass dich hier nie wieder blicken. Oh Mann. Was für ein Held. Das habe ich jetzt übrigens freiwillig, dass ich gesprungen bin, weil, ne? Wegverkürzung. Meine Frau soll ich mal das Rätsel machen, wenn das hier schneller geht. Nein! Bitte, ich will Speicherfeuer. Okay, danke. Ich glaube nicht, dass der sich nur von Blättern ernährt. Tja, natürlich ich auch. Wer bist du denn? Gigantischer Käfer, also ja. Komm, nimm mal die Erdstachel. Oh, geh mir richtig rein. Nicht so toll. Da bin ich wohl ein bisschen zu früh gefreut. Alles klar.
So, dann gucken wir mal in der Schachtel. Die Schwäche, das ist schon mal gut. Ich nehme mal diesen Account vorsichtshalber jetzt. Man weiß ja nie. Und es ist gut, dass ich das gemacht habe, meine Güte. Ich weiß halt nicht, ne? Das lohnt sich nicht so richtig. So, er entsperrt nochmal und dann soll das so gewesen sein. Ja. Schaden plus 5. Wandelernte Zauberban, Stufe 1. Du fragst dich, ob du alles mal erledigt hast? Wahrscheinlich. Entschuldige die Störung. Du störst mich nicht. Mit wem habe ich die Ehre? Ich bin Valadil. Prinzessin Valadil? Ja, die bin ich. Verzeih mir die Unhöflichkeit, eure Hoheit. Ich halte sowieso nichts von diesen Förmlichkeiten. Valadil reicht. Gut, wie du willst. Ich heiße Kessrin. Ich suche eine Dunkelelfe, die sich in Minrod aufhält. Sie heißt nicht zufällig Arianit? Doch, das ist sie. Wo finde ich sie? Geht ihr Elfen euren finsteren Verwandten nicht eigentlich aus dem Weg? Ja, aber sie hat mir etwas gestohlen, einen schwarzen Kristall. Ist dieses Kristall gefährlich? In falschen Händen schon. Dann ist es ja gut, dass die dunkle Elfe gerade in Palantias Kerker sitzt. Ich muss unbedingt mit ihr reden. Das wird schwierig. Unbefugte dürfen den Kerker natürlich nicht betreten. Es sei denn, sie werden von jemandem begleitet, der die nötigen Befugnisse hat. Und du hast diese Befugnisse? Ja, ich bin ein Hauptmann des Minrotanischen Heers. Ein Vorschlag. Ich begleite dich nach Palantia und du erzählst mir alles über diesen Kristall, was du weißt. Ich kann nämlich darauf verzichten, dass die Dunkelelfen ihn gegen Minrod einsetzen. Das verstehe ich sehr gut. Ich bin einverstanden. Danke für deine Hilfe. Keine Ursache. Am besten, wir brechen sofort auf. Kessrin schließt sich der Gruppe an. Ah. Den kennen wir ja noch. Nachdem Valadil und Kessrin eine Weile durch den Wald gegangen waren, hätte ich gewusst, dass Arianit... Überlass diese Bestie mir. Hey! Mein Gott, wir... Also, meine Gruppe hat jetzt das Leben gerettet, was soll das? Ha, eine Bestie nennt mich Bestie. Für wen kämpfst du jetzt? Die Dunkelelfin? Dunkelelfin Habia? Nur für mich selbst. Ich weiß nicht, was zwischen euch vorgefallen ist, aber ich werde nicht zulassen, dass ihr euch gegen sich tötet. Du verstehst das nicht. Diese Bestien haben viele meiner Kameraden getötet. Und die Menschen haben meinen Stamm ausgelöscht. Minrod hat damit nichts zu tun. Minrod hätte es auch getan. Ihr Menschen seid doch alle gleich. Oh, kleiner Bär, bist du ein großer Krieger? Ja, das bin ich. Was ist denn los, kleiner Mann? Bist du ganz allein unterwegs? Ja, ich bin heimlich aus dem Dorf gelaufen. Irgendjemand muss doch Hilfe holen. Allen im Dorf geht es ganz schlecht. Warum denn? Das weiß ich nicht. Die Erwachsenen reden mit uns Kindern nicht darüber. Führ mich zum Dorf. Ich werde mal mit eurem Ältesten reden. Ich werde dich begleiten. Und was ist mit der Dunkelelfe? Die läuft uns nicht weg. Es ist meine Pflicht, mich um den Wald zu kümmern, und das schließt auch seine Bewohner ein. Wir Use lassen uns eigentlich nicht von Außenstehenden helfen. Kennst du dich denn mit der Heilkunst aus? Ich komme auch mit. Ich kann dich ja nicht mit diesen Tieren alleine lassen. Nur über meine Leiche. Das kannst du haben. Hört endlich auf damit. Wenn die Menschen wissen, wo das Dorf ist, werden sie es angreifen. Wir wissen schon längst, wo das Dorf liegt, mit Vorleger. Wir dulden es. Kessrin, komm mit. Vielleicht brauchen wir seine Hilfe. Du hast mein Wort als Tochter der Königsfamilie, dass Minrod in diesem Wald nicht einfallen wird. Zeig uns den Weg, kleiner Mann. Wie ausgestorben.
Die anderen schlafen in ihren Hütten. Wo bist du gewesen? Wir haben uns große Sorgen gemacht. Ich habe Hilfe geholt. Trotzdem darfst du nicht einfach so weglaufen. Du weißt doch, wie schwach alle sind. Keiner der Krieger hätte nach dir suchen können. Ich weiß. Doch so unverantwortlich du auch gewesen sein magst, du hast Hilfe geholt. Dafür bin ich dir dankbar. Ich werde mit den Besuchern reden. Lauf du ruhig nach Hause, deine Eltern warten schon auf dich. Der Junge hat erzählt, dass es dem Dorf schlecht geht. Ja, so gut wie alle von uns wurden von einer seltsamen Seuche befallen. Ich habe alle Heilkräuter ausprobiert, die ich kenne, aber keines konnte helfen. Schließlich wurde mir bewusst, dass es sich nicht um eine Krankheit handelt, sondern um einen Fluch. Sein Ursprung ist ein abgestorbener Teil des Waldes nördlich von hier. Ihr Menschen habt den Fluch ausgesprochen. Warum sollten wir den Wald verfluchen? Auch wir leben von ihm, weil ihr uns töten wollt. Du irrst dich, junge Krieger. Die Menschen sind nicht für den Fluch verantwortlich. Im abgestorbenen Wald lebt ein Rattling, der die Finsternis beschwört. Die Finsternis, er könnte einen schwarzen Kristall haben. Wir müssen diesen Rattling aufhalten, zusammen. Wir brauchen seine Hilfe nicht. Als ob ich dir helfen würde. Ihr solltet den Rattling nicht unterschätzen. Die Finsternis hat ihm große Macht gegeben. Es ist besser, wenn ihr alle geht. Wir brechen sofort auf. Berg schließt sich der Europan. Oh, dann reist er sogar mit beiden Gruppen mit. Cool. Der Bär bleibt uns also erhalten. Oh Mann, wo sind wir nur hier gelandet wieder? Was möchtest du? Gegenstände kaufen, eventuell. Aber vielleicht davor doch lieber stärken. Genau, was? Das kostet ja auch was. Streitachs, sehr gut. Großer Schubpanzer, sehr gut. Jo, und viel mehr können wir uns eigentlich nicht leisten, ne? Na gut. Natürlich hier vielleicht noch so eine Knolle. Muss reichen, ne? Erstmal. Gut, und dann wird es dann wohl das nächste Mal hier im verfluchten Wald weitergehen. Genau. Aber bis es soweit ist, würde ich wie immer sagen, macht's gut, euer Bärenbruder.